Gut, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Online-Veranstaltung im Rahmen des Begleitprogramms zur aktuellen Ausstellung Die letzten Europäer hier im Jüdischen Museum in Hohenems. Ich freue mich, Sie heute Abend online begrüßen zu können mit einer Kuratorenführung durch einen Teil der Ausstellung Die letzten Europäer mit Co-Kurator Hannes Sulzenbacher, der uns live aus Wien zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hannes Sulzenbacher ist nicht nur Co-Leiter von Queen, Zentrum für queere Geschichte in Wien. Daneben arbeitet er zudem als freier Ausstellungskurator und ist seit 2014 Leiter des wissenschaftlich-kuratorischen Teams der Neuaufstellung der österreichischen Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Ja, bei uns gehört er fast schon zum Kuratorenrepertoire, hat er doch zusammen mit Hanno Löwy 2006, 2007 unsere Dauerausstellung Heimat Diaspora kuratiert und ist seitdem vielfach auch Kurator verschiedener Sonderausstellungen gewesen. Beispielsweise, vielleicht erinnert sich der ein oder die andere an Endstation Sehnsucht 2015, eine Ausstellung, die noch einmal einen ganz anderen Blick auf das historische, religiöse und kulturelle Zusammenleben von Juden, Christen und Moslems in der heiligen Stadt Jerusalem warf. 2019 die Ausstellung All About Tel Aviv Jaffa. Auch wieder eine Ausstellung, die sehr kritisch den Blick hinter die ja, strahlende Fassade der derzeit sehr, sehr gehypten israelischen Metropole am Mittelmeer warf. Hannes Sulzenbacher ist nicht zuletzt auch Co-Kurator der Ausstellung Die letzten Europäer, die sich, Sie sehen das hinter mir, in zwei Teile teilt. Und dennoch klar das Thema Europa fokussiert. Der Ausstellungsteil mit dem Untertitel Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee wurde kuratiert von Felicitas Heimann-Jelinek und Michaela Feuerstein-Prasser, auch aus Wien, und beschäftigt sich mit einer Vielzahl gesellschaftspolitischer Grundkonzepte, die alle eigentlich ihren Anfang in der Aufklärung genommen haben und heute in einer immer weiter auseinanderklaffenden europäischen Gesellschaft vielfach auch in ihr Gegenteil verkehrt werden. Die Ausstellung in diesem Teil stellt dabei die Ideen und Konzepte und Taten unterschiedlicher jüdischer Individuen in den Mittelpunkt, die angesichts der Zerstörung Europas und der versuchten Vernichtung der Juden, der europäischen Juden im 20. Jahrhundert nationale und kulturelle Grenzen überschritten und die universelle Geltung von Menschenrechten erneut vehement einforderten. Ihrem Engagement, also dem Engagement dieser jüdischen Individuen, für ein geeintes und für ein friedliches Europa stehen in der Ausstellung jene Versuche entgegen, die Europa heute wieder erneut in seinen Grundfesten bedrohen und erschüttern. Hannes Sulzenbacher wiederum hat den Nachlass der Familie Brunner zum Anlass genommen, in einem zweiten Teil der Ausstellung eine generationenübergreifende Familiengeschichte aufzuarbeiten, die sich in vielen Teilen Europas abspielte. 2017, und das ist jetzt quasi der Blick hinter die Kulisse des Jüdischen Museums in Hohenems, 2017 also kam der Nachlass von Carlo Alberto Brunner, der bereits 2014 verstarb, ins Jüdische Museum Hohenems. Carlo Alberto Brunners Familie war wie andere Zweige der weit verstreuten Brunner Familie und anderer Familien, die ihre Wurzeln, jüdische Wurzeln in Hohenems haben, eigentlich unwiderruflich mit der Stadt und über die verschiedenen Nachkommentreffen und unsere genealogische Arbeit auch mit dem Museum verbunden. Darum kam es zwar überraschend, aber nicht unbedingt, aber es war nicht unbedingt verwunderlich, als Ariel Brunner, der Sohn Carlo Albertos, im Frühjahr 2017 Hanno Löwy anrief, um die Zukunft der Memorabilien seines Vaters zu besprechen. Der Nachlass, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in einer drei, vier Zimmerwohnungen in Gefartheim, einem Vorort von Tel Aviv, befand, zeichnet anhand zahlreicher Porträts, Fotografien, Briefe und anderer Dokumente, kurioser 3D-Objekte und vor allem zahlreicher Alltagsgegenstände den Weg der Familie Brunner
aus Hohenems nach Triest, zum Teil wieder zurück nach Wien, aber auch in die USA oder wie in Carlo Albertos Fall eben nach Israel nach. Für uns am Jüdischen Museum hat sich mit diesem Nachlass und dem damit verbundenen nicht ganz einfachen Transport aus Israel nach Österreich vor allem auch die Frage gestellt, ob und wie man diesen Querschnitt durch die Familiengeschichte adäquat ausstellt, neben der Aufgabe, diese Objekte natürlich auch langfristig zu bewahren. Im Thema Europa fand sich letztlich, angestoßen durch viele Diskussionen und Überlegungen, der gemeinsame Nenner aller drei Kuratorinnen und Kuratoren. Denn dieses Thema findet sich letztlich nicht nur implizit im sozialen und kulturellen Aufstieg der Familie wieder, der mit der Entwicklung Europas, zweier Weltkriege und der letztlichen Zerstreuung der Familie in die ganze Welt endete. Explizit ist das Thema auch immer wieder Teil in Carlo Alberto Brunners Manuskript Il Fondo del Ghetto. Das ist ein Manuskript, in dem er selber seine Familiengeschichte nacherzählt, mit unfassbar vielen Anekdoten, aber auch sehr, sehr pointierten und gesellschaftskritischen Bemerkungen. So viel dazu. Hannes Sulzenbacher führt uns nun in und durch die Ausstellung und lässt uns teilhaben an seinen Überlegungen zu einzelnen Objekten und wie sich die eben auch zu einer größeren Familiengeschichte zusammenziehen. Daneben wird er uns aber auch seinen Umgang mit diesem Nachlass an der einen oder anderen Stelle zeigen. Ich freue mich und im Anschluss gibt es auch die Möglichkeit, über den Chat mit dem Kurator ins Gespräch zu kommen. Bitte schön, Hannes. Ja, vielen Dank, Annika. Ja, solche Dinge, solche Veranstaltungen beginnen ja aus gutem Grund oft mit einer Apologie und ich mache das auch. Erstens, ich weiß nicht, wie viele Online-Führungen Sie schon gemacht haben. Es ist meine erste. Wir sind zwar, glaube ich, alle gewöhnt, mittlerweile stundenlang in ein Kastel hineinzureden, indem wir niemanden sehen, mit dem wir reden, aber jetzt noch eine Ausstellung, die 500 Kilometer entfernt ist, sozusagen auch noch zu integrieren. Ich hoffe, das wird gelingen und werde mir Mühe geben. Die zweite Einschränkung, die Annika wird noch später kurz darauf zurückkommen. Ich habe ein Buch über die Brunners geschrieben und ich bin ganz schwer zu bremsen. Also ich hoffe, dass ich mich zeitlich einigermaßen zurückhalten kann, weil ich über ganz viele Dinge einfach jetzt nicht nur ganz lang reden kann, sondern auch ganz lang reden möchte. Und ich bemühe mich aber, dass Sie das nicht alles mit mir durchmachen müssen. Wir fangen an mit zwei Porträts. Und das sind Heinrich Brunner und Helene Brunner. Die hießen mal anders, nämlich Heinrich Wolf und Helene Marx. Wer sind die zwei? Heinrich Brunner, 1784 bis 1867. Der wurde als Hindle Wolf in Hohenems geboren. Als Juden in Österreich Anfang des 19. Jahrhunderts zum Tragen eines Familiennamens verpflichtet wurden, nahm er, wie sein Bruder Arnold, den Namen Brunner an. Warum ausgerechnet Brunner, wissen wir nicht. Es ist gut möglich, dass sie an einem Brunnen vielleicht gewohnt haben. Das war eine häufige Möglichkeit, wie man sich Namen gesucht hat. Oder sie haben vielleicht jemanden gekannt, der Brunner hieß, und den fanden sie nett. So kam es auch oft zu Namensfindungen. Jedenfalls ab 1813 heißen die Wolfs von Hohenems Brunner. Heinrich Brunner war Metzger und Viehhändler, wie schon sein Vater gewesen war, der auch in Hohenems war. Und er hat 1811 Helene Marx geheiratet aus Reckendorf in Bayern. Der ehelichen Arbeitsteilung dieses frühen 19. Jahrhunderts entsprechend führte Heinrich die Geschäfte außer Haus, während Helene die Leitung des Haushaltes und die Erziehung der Kinder nach den religiösen Vorschriften obliegen ist, aber auch die Vertretung ihres Mannes während seiner Abwesenheit. Das wird oft in der Betrachtung dieser Zeit kaum gesehen, dass die Ehefrauen gerade von solchen Händlern große Handlungsfreiheit hatten und auch eine große Bestimmung im Betrieb,
da es durch die langen Abwesenheiten, also kurze Abwesenheiten gab es natürlich ständig für einen Metzger und Viehhändler. Der Viehhändler muss durch Vorarlberg, muss durch die ganze Gegend, hat seine Kundschaft überall. Aber er muss auch manchmal lange weg, wenn er auf einen Markt gefahren ist, wo er eben im großen Stil Tiere verkauft, eingekauft hat. Und während dieser ganzen Zeit haben die Frauen das Haus geführt, haben auch sozusagen bestimmt, wo es lang ging, und sie haben auch die Geschäfte geführt. Warum gibt es überhaupt diese zwei Porträts? Die sind ja sozusagen, Sie sehen jetzt nicht, wie groß die sind. Die sind so 40 Zentimeter, 50 Zentimeter groß. Also nichts Besonderes, also nichts Ausladendes. Und wir haben in der Dauerausstellung in Hohenems, ungefähr 10 Meter von diesem Porträt entfernt, auch noch ähnliche Porträts, auch vom Anfang des 19. Jahrhunderts, auch von Leuten aus der jüdischen Gemeinde Hohenems, und zwar von den Landauers, die ja Wirten waren. Jetzt waren ja Wirten und Viehhändler und Metzger nicht unbedingt besonders reiche Leute. Bei den Landauers, also vermutlich wird es so gewesen sein, dass Anfang des 19. Jahrhunderts es sozusagen einfach so wichtig war für eine Familie, sich in so einem Porträt darzustellen und zu erhalten für die Nachwelt. Und ich vermute auch, dass Maler von Ort zu Ort gegangen sind, um Leute zu malen, dass es solche kleinen Porträts gibt. Im Falle der Brunners vermute ich noch eher, dass die Familienmitglieder, die später ein bisschen mehr Vermögen hatten als die zwei, die wir vor uns haben, diese Porträts noch zu ihren Lebzeiten in Auftrag gegeben haben, um sie mitzunehmen, um eine Erinnerung an Vater und Mutter mitzunehmen. Aber warum es diese reicheren Kinder gibt, da kommen wir erst hin. Woher kommen denn diese Brunners, also diese Wolfs eigentlich? Woher kommt denn Heinrich Brunner? Und er ist sozusagen ein alter Hohenemser, wie der Stammbaum, den wir uns genau angesehen haben, auch zeigt. Dieses Stück, das wir jetzt gleich im Bild haben werden, der Stammbaum von Heinrich Brunner, der wurde Ende des 19. Jahrhunderts von seinem Enkel Lucian Brunner in Auftrag gegeben, und er beginnt mit ihm. Gleichwohl gibt es ja natürlich eine Vorgeschichte zu diesem Stammbaum. Woher kommen denn die, wie kommen denn die nach Hohenems? Da ist er jetzt im Bild. Stammbaum der Familie Heinrich Brunner. Ja, die Familie Wolf, die eben später Brunner heißen wird. Was wissen wir von denen vor dem 19. Jahrhundert, vor diesen Porträts? Väterlicherseits, also vom Wolf her, von dem Namen Wolf her, sind die ersten Spuren in Sulz, ein paar Kilometer von Hohenems entfernt. In Sulz befand sich 70 Jahre lang eine ganz kleine, eine wirklich ganz kleine jüdische Gemeinde. Grundsätzlich waren das vor allem Menschen, die aus der Ursprungsgemeinde von Hohenems vom Grafen mal vertrieben worden sind. Später sind sie ja großteils wieder zurückgekommen. Ein Teil, nämlich interessanterweise die Vermögenderen, blieben zunächst in Sulz. Unter ihnen die Nachkommen sozusagen des, vielleicht kann man es nennen, Hohenemser Urvaters, Josle Levi, einer der ersten Juden, die sich in Hohenems angesiedelt haben, einer der ersten, der dann auch zum Judenvorsteher bald gewählt wurde, und auch sein Sohn und Enkel sozusagen haben immer hohe Positionen in der Gemeinde inne gehabt. Josle Levi lebt in Sulz mit seiner Familie, und unter ihnen es gibt noch zwei, drei andere Familien, und es gibt ganz, ganz wenig Zuzug in Sulz. Unter anderem kommt irgendwann ein Mann mit zwei Söhnen. Also wir wissen es nicht genau, aber wir vermuten, es ist ein Mann mit zwei Söhnen, und die heißen Wolf. Und die kommen vermutlich aus dem Burgauischen, also wiederum aus dem heutigen Deutschland, wo sie vermutlich vertrieben worden sind, aber, oder wo es Pogrome gab. Aber leider wissen wir, dass
nicht genau. Wir wissen nur, dass dieser Mann Wolf mit seinen zwei Söhnen in Sulz aufschlägt. Und einer dieser Söhne, Jakob, heiratet die Enkelin von Josle Levi. Und damit sozusagen sind wir am Beginn unserer Familie, soweit wir eben sie historisch irgendwie fassen können. Die ziehen dann, sobald sie dürfen, nach Hohenems und dann wissen wir wieder wenig von ihnen. Über zwei, drei Generationen sind sie eben Viehhändler und Metzger, was wir wissen. Und das heißt, also ich habe dann versucht herauszufinden, was bedeutet das für ihre soziale Herkunft? Wie geht es denen wirtschaftlich? Und das kann man eigentlich ganz schlecht sagen. Also ein Metzger in einer so kleinen Gemeinde wie Hohenems, und es gab zeitweise 5 jüdische Metzger dort, konnte halt so und so verdienen. Ne? Was das Gute war für jüdische Metzger, ist, dass sie im Unterschied zu den meisten anderen Juden in der Gemeinde auch sehr viel Kontakt zu den Nichtjuden hatten. Und zwar aus folgendem Grund. Es gab beim Vieh, das geschlachtet wurde, Teile, die zwar sozusagen sehr genießbar sind, die aber Gott verboten hat, also die nicht koscher waren. Und die haben die jüdischen Metzger zum großen Ärger der christlichen Metzger dann sehr, sehr günstig an christliche Haushalte verkauft. Wir sehen dann, und von dem Metzger und Viehhändler Heinrich und Helene kommen dann 9 Kinder. Alle diese Familien hatten ständig unheimlich viele Kinder. Wenn sie sehr arm waren, haben sie sehr wenige durchgebracht, weil einfach viele Kinder zur damaligen Zeit gestorben sind. Also man geht im Allgemeinen von circa der Hälfte der Kinder aus, die ein Erwachsenenalter erreicht haben. Und es gab ein großes Problem in Hohenems, und das war die Normalzahl. Juden in Hohenems erlitten eine sehr starke Diskriminierung am Anfang des 19. Jahrhunderts, und die erklärt sich über diese Normalzahl. Bedeutete nämlich, dass ein neuer Haushalt nur gegründet werden durfte, wenn ein anderer Mann, also ein anderer Familienvater, gestorben war. Es durfte immer nur eine bestimmte Anzahl an Haushalten geben. Das heißt, wenn man 9 Kinder gehabt hat, dass entweder einer davon vielleicht heiraten konnte und 8 ledig bleiben mussten, oder sie mussten eben weg. Und das war auch Heinrich und Helene klar, dass ihre Kinder in Hohenems nicht viel Zukunft haben werden. Ähnlich ging es auch dem Bruder von Heinrich, nämlich Arnold Brunner. Arnold Brunner, der war das jüngste Kind von Jakob Judas und Hindel Wolf. Von dem wissen wir leider nicht sehr viel. Wir haben zwar ebenso ein Porträt von ihm erhalten, vom Stil her sehr ähnlich ist wie das von seinem Bruder Heinrich und auch von seiner Schwägerin. Und hier sehen wir ihn schon. Zuerst sehen wir seine Frau. Er heiratet Helene Marx oder Henriette Marx, sie wird als beides bezeichnet, aus Bozen, mit der er 19 Jahre verheiratet war und mit der er 11 Kinder hatte, von denen aber sehr, sehr viele früh verstarben. Auch er war Metzger und Viehhändler. Auch von ihm wissen wir im Grunde wenig über seinen wirtschaftlichen Erfolg. Die überlebenden Kinder von Arnold und Helene verließen alle Hohenems, viele von ihnen bereits als ganz junge Leute. Ihr Sohn Jakob emigrierte nach San Francisco, wo er Händler für Geflügel und Wild wurde und später für Tabakwaren. Sein jüngster Bruder Hermann folgte ihm auch nach San Francisco. Man muss sich vorstellen, was das damals bedeutet hat, Anfang des 19. Jahrhunderts aus Hohenems in eine amerikanische Großstadt zu ziehen. Die werden dort eine recht verstreute und erfolgreiche Familie. Es gibt einen total bekannten, also in Amerika bekannten Sprössling dieses Familienzweigs, Arnold William Brunner, der nach seinem 1857 erst geboren ist, also jetzt ein ziemlicher Zeitsprung,
der in New York und Manchester und Boston studiert hat und ein bekannter Architekt wurde, Stadtplaner in Cleveland, der hat öffentliche Gebäude, Brücken, Bäder, Krankenhäuser, alles Mögliche entworfen und nicht zuletzt auch klassizistische Synagogen in New York und in Syracuse. Bis heute trägt ein amerikanischer Architekturpreis seinen Namen. Zwei der Kinder von Arnold und Helene, Max und Hantchenbrunner, verließen Hohenems hingegen in Richtung Triest, wie ihre Cousins und Cousinen, so wie viele andere Angehörige der Familie. Denn es war die Familie, sie folgten eben, wie gesagt, den Cousins und Cousinen, weil die wirklichen Begründer des Triester Brunnerzweigs, von dem nun die Rede sein wird, kommt von ihrem Onkel Heinrich Brunner her. Von seinen Kindern emigrieren 6 nach Triest, wobei einer, Marco, auf den wir nochmal zurückkommen werden, letztlich wieder zurückkommt. Wir sehen hier 2 Stadtansichten aus dem Nachlass von Carlo Alberto Brunner. Da gibt es noch mehrere Stadtansichten. Und anlässlich denen stelle ich die Frage, ja, warum denn Triest? Wie kommt man denn eben als Hohenemser Metzger drauf, dass man seine Kinder nach Triest schickt? Nummer 1, man kennt dort schon wen. Und so war es auch. Marco Heimann aus Hohenems, ungefähr gleich alt wie der Heinrich, hatte dort ein Geschäft. Und was wird er dort schon verkauft haben? Sie können es ahnen, wenn es um Hohenems geht. Er hat natürlich Textilien dort verkauft, insbesondere Schweizer Ware, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. 2. Punkt, warum Triest? Triest war innerhalb des Habsburgerreiches, wenn wir nochmal zu den Stadtansichten zurückgehen, einer der wenigen Orte, an dem Juden fast gleichgestellt waren. Das war im Habsburgerreich ja undenkbar. Sie sind ja ständig vertrieben worden und so weiter. Und auch im Alltagsleben von Triest gab es vermutlich kaum Diskriminierungen, ja sogar eine Art respektvollen Umgang mit Juden. Sie waren dort einfach normale Menschen und das war ihnen sonst an wenigen Orten der Welt zu diesem Zeitpunkt möglich. Es war schon seit dem Spätmittelalter Triest ein Anziehungspunkt für jüdische Kaufleute, da sie eben dort vielen Diskriminierungen, die ihnen andernorts in Mitteleuropa das Leben wirklich schwer gemacht haben, nicht unterlagen. Und so hatte sich irgendwann mal wohl auch bis zu den Landjudengemeinden bis Hohenems durchgesprochen, dass man in Triest eben nicht nur eine Existenz aufbauen konnte, weil das mussten die Brunnerkinder, sondern dass man dort auch ein gutes Leben haben konnte. Denn von der judenfeindlichen Politik, die die Habsburger Kaiser von Wien im Grunde bis in die entlegensten Winkel ihres Reiches durchgesetzt haben, blieben die Triester Juden oft verschont. Im Gegenteil, Triest wird ab 1719 zum Freihafen erklärt und damit beginnt ein dauerhafter und wirtschaftlicher und sozialer Aufstieg. Karl der VI., der Vater von der Maria Theresia, hat diese Erhebung zum Freihafen gemacht und seine Tochter, von der wir ja wissen, wie judenfeindlich, wie bigott sie grundsätzlich gehandelt hat, auch sie bleibt bei dieser Politik und gesteht Triest Freihafenpatente zu und die, ich zitiere, Ausländer aller Nationen, Zustände und Religionen dazu eingeladen haben, sich in der Stadt niederzulassen. Und damit wurde natürlich ein rechtlicher Rahmen und auch ein praktischer Rahmen für eine multireligiöse und multiethnische Handelsklasse geschaffen, die sich in Triest auch bald aus Juden, griechisch und serbisch-orthodoxen, Protestanten und Armeniern und natürlich Italienern zusammengesetzt hat. Im Vergleich zu anderen Orten des Habsburger Reiches war die Lage der Triester Juden von dermaßen enorm privilegiert. Und der 3. Punkt, warum Triest, es war einfach upcoming. Es war die Chance auf einen riesigen Markt und es war die Chance sozusagen, es war ein Ort, an dem man relativ schnell reich werden konnte. Nur, und eben, ich habe damit angefangen, womit werden Sie wohl handeln? Natürlich mit Textilien, der Schweizer Ware. Und zwar, Schweizer Ware waren Litzen, Bandeln, Knöpfe und natürlich auch Stoffe
aus, vom Markt in St. Gallen, an dem die Hohenemser Juden, die in der Textilwirtschaft gearbeitet haben, am Anfang immer eingekauft haben, um das dann in den Tälern und an anderen Orten weiter zu verkaufen. Und diese Schweizer Ware, offenbar gab es in Triest einen Bedarf nach Litzen und Bandeln, haben sie auch mit großem Erfolg in Triest verkauft. Hier haben wir noch einen Brief von Heinrich und Helene. Beide schreiben ihn vom 20. November 1833 an die Söhne Jakob, Marco und Wilhelm, die zu dem Zeitpunkt in Triest sind. Sie schreiben ihn, wie Sie sehen, noch in hebräischen Schriftzeichen. Aber es gibt kaum mehr Ausdrücke, die irgendwie hebräisch oder jiddisch, auf jiddisch Bezug nehmen können, sondern er schreibt recht gutes zeitgenössisches Deutsch des frühen 19. Jahrhunderts. Die Helene, seine Frau, schreibt eigentlich mehr oder weniger in dieser Schrift Vorarlberger Dialekt des frühen 19. Jahrhunderts. Die ersten Zeilen, die hier stehen, heißen, ich versuche das jetzt vorzulesen, sondern Ihnen allein die Umschrift näher zu bringen. Er schreibt, vielgeliebte Sehne, eure angenehmes Schreiben von 11. dies ist uns mit der gräste Vergnügen beigekommen. Und der Reus ersehen euren gute und gesunden Befinden. Wo Reus ihr von unsererseits euch das Besten zu vernehmen habt. So, solche Sachen hat man Anfang des 19. Jahrhunderts, es gab ja kein Telefon, immer ganz am Anfang dringend geschrieben, weil das war sozusagen das, was die Menschen am wichtigsten wissen mussten. Geht es allen rundherum gut? Und meistens handeln die Briefe auch nicht der, aber in vielen Fällen davon, wie geht es der Cousine, wie geht es der Tante, wie geht es der Oma, wie geht es der Nachbarin? Das wird in Briefen des frühen 19. Jahrhunderts hauptsächlich eigentlich berichtet. Wir gehen weiter in Triest. Und zwar, wir nähern uns sozusagen dem Aufstieg der Brunners in Triest. Weil innerhalb von 4 Jahren gründen die Brunnerbuben mindestens 2 Firmen in Triest. Einerseits die Textilien vom St. Galler Markt verkaufen. Einerseits die Firma Heinrich Brunner und die Firma Fratelli Jakob Brunner. Das hat natürlich bedeutet, Vater und Söhne mussten ständig reisen zwischen Triest und Hohenems, was ja damals eine sehr mühevolle Sache war. Und es ging aber auch eine stete Verbundenheit mit den alten Verwandten und mit der Heimatgemeinde Hohenems einher. Sie waren einfach ständig am Weg. Parallel zum ökonomischen Wachstum der Stadt, was ich Ihnen schon nahegebracht habe, lässt sich eben nun der wirtschaftliche Aufstieg der einzelnen Familienmitglieder der Brunners beobachten. Schon bald diversifizieren sie ihr Geschäft und arbeiten in den lukrativsten Branchen von Triest, immer noch neben der Textilwirtschaft. Wir sind hier schon beim Silber, das ist zwar eine Generation später, aber trotzdem sieht man, hier findet Aufstieg in die Bourgeoisie, respektive in die Großbourgeoisie statt. Wie machen Sie das? Unter anderem engagieren Sie sich im Versicherungsgeschäft, das jetzt gerade Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt erst entsteht. Und das entsteht auch mehr oder weniger in Triest und bringt der Stadt in wenigen Jahrzehnten unendlich viel Geld. Und die Brunners engagieren sich auch gleich in den Versicherungen, die gegründet werden. Zum einen in der Riunione Adriatica di Sicurtà, also kurz der RAS, und der Generale Versicherung, die 1831 in Triest gegründet wurde. Auch das Geschäft der Fratelli Jakob Brunner hat floriert. Der Jakob, der älteste von den Buben, ist zusehends durchwegs in Triest geblieben. Und hat seine Reisetätigkeit mit St. Gallen und Hohenems immer weiter zurückgefahren. Marco, ein jüngerer Bruder, der übernimmt mehr und mehr den Einkauf in St. Gallen und zieht dann auch ganz nach Hohenems zurück. Und Carlo, das jüngste Familienmitglied in Triest, arbeitet zunächst im Familienunternehmen und gründet später sein eigenes Unternehmen in verschiedenen Bereichen wie Schifffahrt, Kohleimport, Ölraffination und natürlich wie immer Textil. Diese Linie der Triester Brunners werden wir uns nun am meisten kümmern, weil es werden natürlich immer mehr Familienmitglieder. Es hat sich sozusagen durchgezogen, was ich am Anfang gesagt habe. Die kriegen einfach immer wahnsinnig viele Kinder. Das, was wir vor uns haben, haben wir ja von Carlo Alberto Brunner bekommen. Und
Und Carlo Brunner, also von dem ich gerade geredet habe, der noch als Hirschbrunner in Hohenems geboren wurde und sich in Triest dann Carlo nennt, ist sein Urgroßvater. Und damit sozusagen ist logisch, dass wir vor allem mit diesem Nachlass am ehesten die Linie dieser Familie erzählen können. Hirsch, also Carlo. Ich möchte kurz drauf kommen, wen heiraten denn die Buben und wie geht es denn familiär mit der Brunner Familie weiter, weil das ist pekuniär mit ihnen gut weitergeht, sehen Sie hier im Bild. Carlo heiratet in Triest Caroline Rosenthal. Auch dieser Name kommt Ihnen bekannt vor und das lässt sich so erklären. Die Brunner-Söhne haben sich eigentlich sehr zunächst auf ihren ökonomischen Aufstieg konzentriert. Sie haben sich mit dem Heiraten extrem viel Zeit gelassen. Sie waren ja auch ständig am Weg. Und sie haben also alle erst so Mitte 30 meistens geheiratet. Und wenn es dann einmal endlich so weit war, wen haben sie geheiratet? Eigentlich immer alle Hohenemserinnen. Denn obwohl die Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft in Triest seit der Ankunft gut waren, blieb ja die Bindung an die Herkunftsgemeinde Hohenems immer sehr eng. Der Jakob Brunner, der Älteste, heiratete seine Cousine Hannchen, also die Tochter von Arnold. Der Carlo heiratet eben die Caroline Rosenthal. Und es geht dann später noch ein Bruder von ihnen, der Hermano, also Hermann, nach Triest. Der heiratet die Cecilie Guggenheim aus Hohenems. Und weil die Cecilie Guggenheim bald gestorben ist, heiratet die Clara Löwenberg auch von daheim. Wie der Carlo Alberto Brunner 1,5 Jahrhunderte später schreibt, die Entwicklung dieser Familie war schon ein bisschen mafiös. Über großen Fleiß, viel Fortune und eben anteilhabend an diesem gewaltigen Aufstieg dieser Stadt Triest, arbeiten sich auch die Brunners sozusagen an den Zenit dieser Gesellschaft. Sie werden richtige Mitglieder der Großbourgeoisie. Und Sie sehen ja hier die klassische großbourgeoise Ausstattung eines Haushalts. Das ist nur ein kleiner Teil aus dem Silberbesteck, das damals zur Repräsentation für so einen Haushalt unabdingbar war und von dem trotz italienischen Faschismus, Nachkriegszeit, Vertreibung und Flucht immer noch so viel immerhin übrig ist. Hirsch, also Carlo Brunner und Caroline Rosenthal hatten auch viele Kinder. Einer von ihnen, auf den konzentrieren wir uns, das ist Rodolfo. Rodolfo war ihr ältester Sohn und Rodolfo und Filippo, der Zweite, die zwei werden sozusagen die bedeutendsten Familienmitglieder. Sie werden Wirtschaftsmagnaten des Habsburgerreiches. Am besten sieht man das vielleicht abgesehen von dem Silber, das viele Familien gehabt haben, auch in der Büste von Rodolfo Brunner, die jetzt gleich rechts erscheint. Es gab nicht viele Familien, wo der Opa eine Büste bekommen hat. Gut, wenn wir die Büste hat eben, wir haben lange geglaubt, sie wurde lang als Toten nach seinem Tod angefertigt, inventarisiert. Genau genommen wissen wir das eigentlich nicht. Wir sehen dann später noch Fotos von ihm. Er hat als ein Lebendiger eigentlich auch so ausgesehen. Springen wir nochmal zurück nach Hohenems, respektive von Hohenems nach St. Gallen und nach Wien. Gehen wir nochmal kurz weg von der Triester Familie und schauen uns an, was tut denn der Marco? Der Marco ist ja zurückgekommen. Wir wissen warum, also sozusagen um den Einkauf zu zentralisieren. Aber wie lebt Marco, was geschieht im Folgenden mit ihm? Marco geht nach, also wie viele von den Hohenemser Juden, hatte er ein halbes Leben in St. Gallen und ein halbes Leben in Hohenems. Oft war es so, in einer Zeitung hat es mal geheißen, in St. Gallen gehen die Hohenemser Juden arbeiten, in Hohenems, das nennen sie ihr Wirtshaus. Also in Hohenems haben sie immer fein gehabt und in St. Gallen
musste man halt mal lochen. Marco Brunner ging nach Hohenems zurück, hat in St. Gallen dann eine Bank aufgebaut und mit dieser Bank auf großen Reichtum erlangt, nicht zuletzt deshalb, weil alle Familienmitglieder ihr Geld in diese Bank gelegt haben und damit natürlich das, also auch die Triester, und damit das Stammkapital der Bank natürlich enorm war. Als sie als er dann kurz vor seinem Tod, der Marco Brunner, die Bank verkauft, geht sie dann später in die heutige UBS über. Also das ist bis heute eine der bedeutendsten Banken, jetzt sogar der Welt. Damit hatte natürlich Marco Brunner noch nichts zu tun. Marco Brunner hat so große Verdienste und so viel Engagement um die Gemeinde Hohenems gehabt, dass die Straße, die heute vor dem Jüdischen Museum ist, die Schweizer Straße, viele Jahre lang Brunnerstraße hieß, weil sie nach Marco Brunner benannt war. Der ist hier nicht im Bild, weil wir im Nachlass von Carlo Alberto nichts von Marco haben. Aber er hat einen Sohn, Lucian. Lucian Brunner, eine schillernde Persönlichkeit, der ist 1850 geboren, verbrachte seine Kindheit und früh Erwachsenenalter in Hohenems und eben auch in St. Gallen, war aber viel in Triest und viel auf Reisen, waren alle überhaupt ständig am Weg. Hat man manchmal den Eindruck, sein Vater war eben der Marco Brunner, seine Mutter war eine geborene Brettauer, und er hat auch im Bankhaus Jakob Brunner in St. Gallen bis 1888 gearbeitet, hat sich dann aber, nachdem eben auch der Vater gestorben ist und die Bank verkauft war, mit seiner Frau Malvine Mandl und drei Buben in Wien niedergelassen. Die Malvine Mandl, das ist sie hier im Bild, die stammt aus einer bedeutenden tschechischen Textil-Dynastie. Man war also offenbar in einer Schicht angelangt, wo es selbstverständlich war, dass man nur mehr innerhalb der Schicht heiratet und wo sich ja auch die Kinder meistens gar nicht gekannt haben, sondern wo es darum ging, zwei Firmen und damit zwei Familien miteinander zu vereinen und weniger einen Mann und eine Frau. Wie gesagt, die zwei gehen nach Wien, drei Buben haben sie schon, als sie nach Wien kriegen, sie kommen dann noch ein Mädchen, und Lucian Brunner ist irgendwie ein Tausendsasser. Er gründet ein Hotel, er gründet eine Zeitung, er engagiert sich als Politiker, er wird zunächst der Chef einer kleinen, liberal ausgerichteten Partei, die heißen die Wiener Demokraten, die gibt es aber nicht lang, und dann ist er auf Seiten der Liberalen. Kommt als Politiker in den Wiener Gemeinderat, also wird Gemeinderat, und dort kommt er quasi regelmäßig in echten Clinch mit dem damaligen antisemitischen Wiener Bürgermeister Karl Lueger. So zum Beispiel, und mehr hat er natürlich beim katholisch-konservativen Politiker nicht gebraucht, als der Lucian Brunner eine Kirchenbausubvention aus Steuermitteln verhindert hat, mit der Begründung, dass er als Jude sozusagen Steuern von Juden doch nicht verwendet werden können für den Bau von katholischen Kirchen. Es werden ja auch keine Synagogen damit gebaut. Was wir hier vor uns sehen, ist ein winziges Aquarell oder eine Aquarellskizze. Die heißt Ein Gesellschaftsabend bei Lucian Brunner. Es dürfte sich um die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts oder vielleicht sogar des frühen 20. handeln. Man erkennt es an den Hüten der Frauen nicht genau. Es ist offenbar also eine klassische Soiree, wie man es halt eben in der Großbourgeoisie gehabt hat, wo man sozusagen das eigene Heim zur Selbstrepräsentation im eigenen Salon genützt hat. Und wo man eben sich auch als Mitglied dieser Gesellschaft gezeigt hat. Sie sehen, hier singt eine Frau, sie wird am Flügel begleitet und die anderen hören hoffentlich andächtig zu. Der Lucian Brunner blieb mit seiner Heimatgemeinde Hohenems immer in Kontakt. Er besuchte auch noch Hohenems, wobei es gab ja fast niemanden mehr. Malvine Brunner, also die Frau, nicht Malvine, Entschuldigung, seine Mutter war sehr früh gestorben, sein Vater ja eben 1888,
Und da, sein Vater hatte aber nochmal geheiratet und seine Stiefmutter, die offenbar von Lucian sehr gemocht wurde und auch von seinen Kindern, die wurde dann besucht und dann hat er auch mit dem Rabbiner Tänzer gesprochen und war sozusagen, also sozusagen hat sich sicher trotz seines kosmopolitischen Daseins weiterhin sehr auch als Hohenemser gefühlt. Also Lucian Brunner ist am 15. April 1914 in Wien gestorben und er hat ein sagenhaftes Erbe hinterlassen und er wollte auch seine Heimatgemeinde Hohenems beschenken und hinterließ ihr deshalb ein Legat für den Bau eines überkonfessionellen Gymnasiums. Der Hohenemser Gemeinderat wollte aber nicht von einem Juden ein überkonfessionelles Gymnasium geschenkt bekommen und hat das Legat nicht angenommen. Und Hohenems hat, glaube ich, bis heute kein Gymnasium, wenn ich mich nicht irre. Sie hätten eins geschenkt bekommen. Zurück nach Triest. Dort haben die Brunners ihren definitiven Zenit erreicht. Von Hohenems sind viele europäische Städte mittlerweile ausgezogen. Die Triester Brunners haben nach London, nach Paris geheiratet. Eben in Wien haben wir den Lucian. Es gibt auch Triester Brunners in Wien. Sozusagen, da gibt es auch, es gibt immer engen Familienkontakt. Man besucht sich gegenseitig. Eines weiß ich nicht, das habe ich nicht nachweisen können, ob die Triester Familie jemals wieder, also später, im späten 19. Jahrhundert, ob die jemals wieder nach Triest gekommen sind, nach Hohenems gekommen sind. Die sind viel Skifahren gegangen und viel Bergsteigen gegangen und wir haben auch viele Fotos von ihnen und Berichte, wo sie sind, aber obwohl sie manchmal in Lech oder so sind, bis Hohenems, vielleicht sind sie so weit gekommen, wir wissen es nicht. Und wir sehen hier den Rodolfo, von dem ich schon so viel gesprochen habe, und seine Frau Gina, auf die ich erst gleich zu sprechen komme, der Rodolfo. Er ist eben, wie gesagt, ein Wirtschaftsmagnat. Er ist an, die Brunner sind am Zenit ihrer Karriere. Und Rodolfo hat ein Interesse, das weit über die Textilindustrie oder Versicherung oder solche Dinge hinausgeht. Er interessiert sich nämlich für etwas, von dem Juden eigentlich immer ausgeschlossen waren. Wir wissen nicht, ob es damit in Zusammenhang steht. Er wird nicht Bauer, aber er verlegt sich ganz stark auf die Landwirtschaft. Und zwar auf landwirtschaftliche Innovationen. Also er bringt artesische Brunnen mit in die Umgebung von Triest, insbesondere in das Isonzo-Delta, das sehr sumpfig ist. Und es gelingt dadurch, weite Teile des Isonzo-Deltas für die Landwirtschaft urbar zu machen. Interessant, und Rodolfo eignet sich eben auch umfangreiche Kenntnisse an und wird tatsächlich zum Experten für landwirtschaftliche Innovationen. Davor aber, bevor er in Triest und in der Umgebung von Triest Landwirtschaft betreiben wird, heiratet er die Gina Segre. Aber das hat eine Vorgeschichte, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte, weil man eben sieht, die Heiratspolitik verändert sich. Jetzt ist nicht mehr klar, dass man sich eine Hohenemserin nach Triest holt, sondern jetzt geht es darum, dass man eben in die gleiche Schicht einheiratet, indem große industrielle Familien zueinander kommen. So wird Rodolfo dann nach Manchester geschickt. Wohin sonst? Zentrum der europäischen Textilindustrie und Zentrum des weltweiten Raubtierkapitalismus. Ideal sozusagen für einen Textilindustrie-Magnatensohn, der dort seine Braut kennenlernen soll, die so weit feststeht, er soll sozusagen in eine der wichtigsten Familien Manchesters einheiraten. Und erstaunlicherweise, und wir sehen eben langsam, kommt die Moderne auch in so eine Familie, er lehnt das einfach ab. Er sagt eigentlich, offenbar, also seinem Enkel erzählt er dann, dass die einfach schier war und dass er die nicht wollte. Und er teilt das auch seinem Vater mit, dass er nicht diese Frau heiraten will, die für ihn vorgesehen wird. Er konzidiert ihm aber, er sagt ihm, er wird sich die Frau überhaupt selber aussuchen, die er heiratet. Das als einzige Konzession schreibt er ihm, sie wird aus einer jüdischen Familie sein. Daran hat er sich gehalten. Gina Segre auf der rechten Seite kommt aus einer
sehr, sehr wohlhabenden jüdischen Unternehmerfamilie Italiens, die ursprünglich aus dem Piemont gekommen ist und nach Trieste zugezogen ist. Und sie war die Schwester eines italienischen Politikers, Salvatore Segre, der Inhaber eines großen Familienunternehmens war und bereits in jungen Jahren glühender Anhänger des Irredentismus war. Eine politische Einstellung, die auch seine Schwester ebenso glühend teilte. Der Irredentismus, was will der? Ich bin ja schon echt spät dran, ich mache es kurz. Weg von Österreich, das war das Wichtigste. Triest sollte italienisch werden, Triest sollte weg von der Habsburger Knechtschaft, wie sie das benannt haben. Und die nationalliberale Partei Italiens, die sich sozusagen als irredentistische Partei dann gründet, bündelt all diese irredentistischen verschiedenen Strömungen. Und so schlossen sich viele Verantwortlichen aus Industrie, Finanz und Handel den Nationalliberalen an. Weil zum einen waren viele von ihnen italienische Patrioten, viele von ihnen sahen aber in der liberal-nationalen Partei wegen ihres rasenden, überzeugten Konservatismus, die sahen sie auch als Garantin für die Aufrechterhaltung des sozialen Gleichgewichts und vor allem natürlich für die Aufrechterhaltung des Systems, was immer im Interesse von Industriemagnaten ist, dass die Dinge beim Alten bleiben. Man war also nicht nur konservativ und systemstabilisierend, man war auch nationalistisch und das ist in diesem Fall gegen Österreich. Das sollte zu einem großen Familienkonflikt führen. Denn für manche Triester Juden war am Ende des 19. Jahrhunderts der italienische Nationalismus quasi zur neuen Religion geworden. Sie traten aus der Gemeinde aus, aus der jüdischen Gemeinde aus, wurden oft konfessionslos und zeigten ihr ein offen neues Bekenntnis als Nationalliberale. Überhaupt der Großteil der Triester Juden schwor sich auf diesen Irredentismus und den italienischen Nationalismus ein. Er war ja auch er war frei von Judenfeindschaft. Damit gab es sozusagen kein Problem, als Jude sich dem anzuschließen. Und es war sogar so, dass der Triester Irredentismus sogar sehr stark von den Juden geprägt war, was die vermutlich nicht mitbedacht hatten zunächst, wie sehr sie dem italienischen Faschismus damit Vorschub geleistet haben. Zwischen Wien und Italien gefangen wurden die Triester Juden selbst in gewisser Weise isoliert. Einerseits weigerten sie sich aus Prinzip, sich den kaisertreuen Verbänden der österreichisch-ungarischen Juden anzuschließen. Andererseits vermieden sie es auch, an nationalen Treffen der italienischen Juden teilzunehmen, damit diese Teilnahme nicht noch mehr Verdacht und Unmut seitens der österreichischen Regierung erregte. Dachte man vielleicht, kulturell noch kosmopolitisch, war man politisch immer mehr mit der italienischen Sache identifiziert. Und solche ideologischen Gräben gingen mitten durch die Familie, so eben auch durch die zwei Porträts, die wir jetzt gerade gesehen haben, durch die Ehe von Rodolfo und Gino, die letztlich daran fast zerbrochen ist. Und schuld daran ist der Mann, den wir gerade sehen, ihr Sohn Guido, der noch mehr als seine Mutter sich fanatisch gegen Österreich engagierte und pünktlich 1914 beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auch gegen Österreich in den Krieg zog. Er war der ältere Sohn von Rodolfo und Gina und er kam im Konflikt mit seinem Vater, weil Rodolfo doch relativ loyal zur Habsburger Monarchie stand. Rodolfo war auf so vielen Ebenen mit dem Habsburger Wirtschaftssystem verbunden, dass er vermutlich und offenbar auch innerlich er kam halt auch aus Vorarlberg, der war halt viel mehr sozusagen, hat sich der als Teil der Monarchie gefühlt, vermutlich, als seine italienische Frau. Guido wurde als Österreicher natürlich in die österreichische Armee eingezogen, ist desertiert und schloss sich dann den italienischen Truppen an. Seine Cousins, ich habe es ja vorhin erzählt, die sind ja überall, kämpfen auf den verschiedensten Seiten im Weltkrieg, für die österreichische Monarchie, für die britische Armee, für die deutsche Armee, für die italienische Armee, und der italienischen Armee im Grunde nur einer, und zwar eben der Guido. Er wurde gefangen genommen und
floh dann aber nach Italien, wo er sich dann erneut sozusagen einkleiden ließ für den Krieg, zog am 8. Juni 1800, im Juni 1916 noch einmal in eine Schlacht gegen die Österreicher und wurde von denen dann auch von der österreichischen Artillerie am 8. Juni erschossen. Seine Überreste wurden niemals gefunden. Sein Pferd hat die Schlacht überlebt und wurde den Brunners zurückgebracht. Das Pferd wurde auf das Landgut Forcoli gebracht und einer alten Reitertradition folgend, ich wusste zunächst auch nicht, dass es die gibt, wurde nach dem Tod des Pferdes ein Huf abgeschnitten, präpariert und als Dekorationsgegenstand verwendet. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben, aber fanatische Reiter, Reiterinnen haben das gerne von ihrem toten, angeblich besten Freund dann machen lassen. Auch die Kaiserin Sisi hat zum Beispiel so ein Stück Huf in ihren Wohnräumen gehabt von einem ihrer Lieblingspferde. Auf der Metallkappe von diesem Huf ist eine Inschrift und die heißt auf Italienisch Trieste segui in guerra il suo padrone Guido Brunner mori e fu sepulta a Forcoli. Also Trieste, so hieß das Pferd, erfolgte seinem Meister Guido Brunner in den Krieg. Es folgte. Es starb und wurde in Forcoli begraben am 8.12.1918. Carlo Alberto Brunner hat Jahrzehnte später in seinem hinterlassenen Manuskript Il Fondo del Ghetto, das die Annika schon erwähnt hat, den Eintritt Italiens mit trockener Ironie geschildert. Er schrieb, so beteiligte sich auch Italien an dem großen Krieg und die Nationalisten, vor allem die Jungen, also fast alle, träumten bereits von dem Ruhm, der sie um die Ecke erwartet. Natürlich wurde die Familie in den Strudel hineingezogen, der sie zum Niedergang führen würde und von dem sie sich nicht mehr erholen sollte, zusammen mit ihrer Stadt und ihrer Gesellschaft. Es hat dazu geführt, dass Gina und Rodolfo bis zum Ende ihres Lebens kaum mehr ein Wort miteinander gesprochen haben, weil offenbar Rodolfo im Grunde nicht davon ablassen konnte, seiner Frau Vorwürfe zu machen. Der Triester Faschismus war langsam im Kommen. Und auch im Triester Faschismus, und das überrascht viele Menschen, haben sich viele, viele Juden engagiert. Was sehr einfach war, weil er war ja auch ebenso, zunächst jedenfalls, nicht antisemitisch. Rodolfo, der jetzt schon recht alt ist, bekam zu diesem Zeitpunkt relativ viele Auszeichnungen für seine Arbeit in der Landwirtschaft und weil er eben ganze Täler trockengelegt hat und eben sehr viel für die wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat. Und hier sehen wir auch, dass einer der Wirtschaftsmagnaten Triests, und wir wissen gar nichts über dieses Foto, außer dass Mussolini und Rodolfo Brunner und viele Parteileute drauf sind. Und vielleicht ist es eine dieser landwirtschaftlichen Auszeichnungen, die Rodolfo gerade bekommt. Jedenfalls evidentermaßen, es gab natürlich Kontakt zwischen der Elite der Stadt und der wirtschaftlichen Elite und der politischen Elite in der Stadt. Wie der Großteil der Wirtschaftselite hat sich der Rodolfo selbst auch früh tatsächlich den italienischen Faschisten angeschlossen. Und das ist ein Punkt, der zunächst eben schwer verständlich ist, nur glaube ich, da wir in unseren Breiten einfach schwer davon abgehen können, dass Faschismus immer gleich auch Antisemitismus bedeutet. Das war in Italien zu Beginn des italienischen Faschismus überhaupt nicht der Fall. Das würde aber immer mehr dann so kommen. Im italienischen Faschismus kam es ab 1938 zu Enteignungen, Entrechtungen und allmählich zu einem rasenden Antisemitismus, der bis heute eigentlich relativ unbekannt ist, vermutlich weil er im Schatten des nationalsozialistischen Antisemitismus steht. Man war immer noch reich, man war immer noch eine Familie des Triester Establishments und
Man konnte auch zeigen, wie sehr man noch Großbourgeoisie war. Am nächsten Bild sehen wir, das ist das in der Mitte mit den zwei kleinen Buben in weißen Pelzmänteln. Hier sehen wir, wie man sozusagen die Kinder ausgeführt hat, wenn man sie der Welt gezeigt hat. Ich glaube, es geht zurück auf eine alte kroatische Tracht und man hat den Buben dieses Outfit offenbar für den Winterspaziergang machen lassen. Nur tatsächlich hatte die Familie im Ersten Weltkrieg sehr viel Geld und Einfluss verloren. Erstens mal, die Abnabelung von Österreich hatte dramatische Wirkungen auf die verschiedenen Firmen der Brunners. Dann hat einer der Brunners, der nächsten Generation, versucht, ganz viel Geld zu machen und hat auch ganz viel Geld auf dem Weg verloren. Er hat nochmal versucht, richtig in die Textilwirtschaft zu investieren und wollte quasi vom Schaf bis zum verkauften Pullover alle Produktionsschritte sozusagen in einer Familie haben, also hat alles eingekauft, was es gab, und es hat sich letztlich als Fehlinvestition erwiesen. Die Familie hat aber vor allem natürlich, weil sie vom österreichischen Markt ab Ende des Weltkriegs abgeschlossen war und nur mehr sozusagen nicht im Mindesten mehr vergleichbar Geld machen oder konnten, Erfolg haben konnten, war es eigentlich mit dem, also wenn ich vorher gesagt habe, Wirtschaftsmagnaten, ging es schon ziemlich stark bergab. Von einer internationalen Verflechtung von Brunner-Firmen kann man ab dem Moment nicht mehr sprechen. Sie sind italienische Großbürger. Ein Familienmitglied, das von einer ganz anderen Seite herkommt, nämlich Moritz Julius Bonn. Die andere Seite heißt, wir kommen wieder nach Hohenems. Seine Mutter war eine Schwester von Lucian, also sozusagen, und Moritz Julius Bonn hat als Kind, das schreibt er auch ganz hinreißend in seiner Autobiografie, die erhalten ist, war er oft in Hohenems und hat den Opa, also den Marco Brunner, besucht und erzählt, wie es dort war und wie es in der Synagoge war. Das sind sehr, sehr nette Zeilen, die er da hinterlassen hat. Ich zeige Ihnen aber ein ganz anderes Buch, Die Auflösung des modernen Staates und The Crisis of European Democracy. Denn Moritz Julius Bonn, der wurde schon in Frankfurt geboren, weil die Elise Brunner, seine Mutter, nach Frankfurt verheiratet wurde, an einen Bankier, was sonst, Julius Philipp Bonn, ich meine Bankier, was sonst, eben quasi, man musste ja in derselben wirtschaftlichen Schicht heiraten. Der Moritz Julius Bonn studiert in Heidelberg, München, Wien, Freiburg, London. Er hat Forschungsaufenthalte in Irland und Südafrika, also sozusagen ein sagenhaft umtriebiger Forscher, Wirtschaftsforscher dieser Zeit, und er beginnt eben eine sehr erfolgreiche Laufbahn als Nationalökonom. Er bekommt dann bald eine Professur, nimmt an vielen von diesen wichtigen Nachkriegskonferenzen Europas teil, wo sozusagen Europa ja neu aufgeteilt wurde. Er schrieb über Freihandel, wirtschaftlichen Wiederaufbau, ganz interessant, frühe kritische Anmerkungen zum Kolonialismus und dann auch über die europäische Demokratie, die er, und das ist für diese Zeit ja wirklich extrem bemerkenswert, nur in Pluralismus und ethnischer Diversität überhaupt als überlebensfähig betrachtet hat. Er wird Rektor der Handelshochschule in Berlin und Leiter eines Instituts, das er selber gegründet hat, für Finanzwesen. Und er wird einer der führenden Wirtschaftsfachleute Europas lebt noch in Deutschland, muss 1933 fliehen, kommt ganz kurze Zeit nach Salzburg und emigriert dann zunächst nach London und schließlich in die USA, wo er dann eben diese Autobiografie, wo er in dem Saar vorkommt, mit dem Titel So macht man Geschichte, geschrieben hat. Nach dem Krieg ist er nicht mehr zurückgekommen, wie eigentlich alle Brunners, auch das komme ich später noch zu sprechen. Er hat sich endgültig in London niedergelassen und ist dort 1965 verstorben. Jetzt muss ich wirklich schnell machen. Wir sind beim Nationalsozialismus und es dauert nicht mehr sehr lange. Kurz zur österreichischen Familie. 1938
Lucian ist ja schon länger gestorben, wie wir vorhin erfahren haben, seine Frau auch. Aber seine Kinder und Enkel müssen aus Österreich fliehen. Wir sehen hier Alfred Otto Munk, einer der Söhne, ist bereits in, nein, nicht Alfred Otto Munk, einer der Söhne von Lucian ist bereits in Amerika und seine Frau Rega flieht aus Wien in die Schweiz. Sie muss aber zunächst ihre Kinder zurücklassen. Und am 10.04., am Tag der berühmten Pseudo-Volksabstimmung, lässt sie ihre Kinder, also eine Tochter und den Alfred Otto, meistens nennen sie ihn Otto, über Lustenau in die Schweiz bringen mit einem Auto. Und der Bub schreibt an den Papa in Amerika, wie diese Flucht war. Und er ist so aufgeregt, während er das schreibt, wie das alles vonstatten gegangen ist, dass er sogar vergisst, dass er selber am 10. April Geburtstag gehabt hat. Und er schreibt seinem eigenen Vater nicht, dass das alles an seinem Geburtstag geschehen ist. Gehen wir weiter nach Triest. In Triest um diese Zeit, eben, wie kurz angedeutet, die antisemitischen Gesetze Mussolinis sind bereits in Kraft. Es werden Enteignungen, Entrechtungen durchgeführt. Auch die Brunners kommen in extrem schwierige Lagen. Und sie versuchen zum Beispiel ihr Vermögen, also es werden Juden, dürfen dann zum Beispiel keine Firmen mehr besitzen oder Juden dürfen keine Häuser mehr besitzen. Das sind alles Gesetze, die schon auf Mussolini zurückgehen. Und sie versuchen ihr Vermögen einfach klugerweise an konvertierte Familienmitglieder zu übertragen. Eine Rechnung, die sie später teilweise bereuen werden. Allerdings natürlich verlieren sie auch unendlich viel über diese Enteignungen. Wir springen wieder nach sozusagen zu den Nationalsozialisten. Nein, es ist kein Sprung. 1943 kommen die. 1943 marschiert die Wehrmacht in Triest ein, und zwar sozusagen ein besonderes Personal der nationalsozialistischen Elite, nämlich tatsächlich das, die Vernichtungselite, wenn man das so nennen kann. Odilo Globocznik, Friedrich Rainer und das Personal aus den ärgsten Vernichtungsorten Deutschlands auf polnischem Gebiet, die gerade in Treblinka, in Sobibor, in Belzec Millionen Menschen industriell umgebracht haben und die mehrere Millionen Menschen am Gewissen haben, kommen nun nach Triest, um die 5000 Juden, die dort leben, ebenso zu behandeln. Was tun die Brunners? Sie fliehen natürlich. Die meisten fliehen in die Schweiz, und wo es auch schon Familie gibt, also jeder geht natürlich wohin, wo man schon Familie hat, wenn das die Möglichkeit ist. Und der Rodolfo und seine Familie gehen nach Forcoli in der Toskana. Forcoli ist ein kleines, also ein Riesengut, das der Rodolfo in den 1916 schon erworben hat. Und es war damals für ihn sozusagen, weil er eben auch politische Schwierigkeiten hatte, musste er ein bisschen nach Süditalien. Und weil man ja sehr reich war, konnte man sich einfach dort in Süditalien, in der Toskana, südlicher als Triest, konnte man sich dann auch gleich ein Anwesen kaufen. Dass das später so bedeutend sein wurde, konnte er zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Die ganze Familie, also nicht alle Brunner, sondern die Familie von Rodolfo, geht nach Forcoli und hofft, wie viele andere italienische Juden, dass man am Land irgendwie unentdeckt bleiben würde, dass die Nazis nicht so richtig dorthin kommen werden, dass man dort einfach nicht auffallen würde. Die Rechnung geht auf, auch wenn Nazis tatsächlich nach Forcoli kommen, werden sie nicht enttarnt, und die Familie von Rodolfo, seiner Frau Gina und die Schwiegertochter Maria Theresa, also die Thea Brunner, so wie sie genannt wurde, war auch mit, und die Kinder Carlo Alberto. Den, wen wir hier sehen, da steht Leopoldo Berti drunter, das ist der Vater von Carlo Alberto. Und der heißt natürlich in Wahrheit Brunner, nämlich Leone Brunner, aber es ist ein gefälschter Ausweis. Die meisten Brunners haben sich ja eben nicht für oder gegen die Nazis engagiert, sondern haben, wie jeder normale Mensch, auch einfach mal geschaut, dass sie ihre Haut retten können. Leone Brunner geht aber in den Widerstand
Und das ist eben seine gefälschte Identitätskarte, dass er mit dem Namen Leopoldo Berti sich gut und unerkannt durch Italien bewegen konnte. Wir haben auch von ihm eine Lagebeschreibung deutscher Militäreinrichtungen in Rom, die er eben an die an die Amerikaner, also an die amerikanischen Truppen weitergegeben hat. Und auf der Lagebeschreibung ist gut zu erkennen, dass er genau aufschreibt, wo steht welches Militärfahrzeug, was ist das, welche Abzeichen sind auf diesem Militärfahrzeug, so damit die Befreier Italiens und die Alliierten also die Möglichkeit hatten, daraus Informationen zu bringen. Der Leone selber war einer der wenigen Brunners, die zum katholischen Glauben konvertiert sind. Und er hat 32 eben Tia Clerici geheiratet, mit der er 5 Kinder gehabt hat. Und auch er hat grundsätzlich ein landadeliges Leben gelebt mit Jagen und Hundezüchten und solchen Dingen. Und 1937 wird er Vorstandsmitglied der Banca Triestina und Präsident des Viehzüchterverbandes. Also erst, und eben 43, als die Familie fliehen muss, nimmt er unmittelbar die falsche Identität an und ist dann im Widerstand. Ein Objekt noch zum Nationalsozialismus. Wir haben es vor uns, Gerald Reitlinger, das Buch Die Endlösung, Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas. Gerald Reitlinger ist auch ein Enkel von Rodolfo. Alle Kinder von Rodolfo haben, also alle Töchter von Rodolfo haben 3 Söhne, 3 Brüder geheiratet, die alle Reitlinger geheißen haben. Und einer davon war in London. Und so kam Ada Brunner nach London. Und Gerald Reitlinger, ihr Sohn, hat das, und das ist eben das Besondere an diesem Buch, es ist die erste Gesamtdarstellung des nationalsozialistischen Massenmords an den europäischen Juden. Es ist bereits 1953 in London erschienen und deutsch 1956. Ja, die Brunners aus Österreich und Deutschland, eben auch Gerald Reitlinger, niemand. Sie kehrten nicht in ihre Länder zurück. Im Laufe der Jahre verkauften sie auch die letzten Besitzungen in Wien, in Altaussee, auch die Sachen, die ihnen 1945 dann wieder zurückgegeben worden waren. Weggenommen wurden ihnen auch alle Hohenemser Besitzungen, die ihnen ja nach wie vor, die haben sie nie verkauft. Das Brunnerhaus war bewohnt, war vermietet, es hat aber kein Brunner mehr dort gewohnt. Mitte der 50er Jahre verkaufen sie dann auch das Brunnerhaus in Hohenems. Und damit reißen sie die Wurzeln aus, quasi, die sie lange und viele Familienmitglieder von ihnen durchaus gepflegt und gewürdigt hatten. Und so kommen wir zum letzten Objekt, das uns Forcoli zeigt. In der Mitte links den alten Rodolfo und die Gina. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt immer noch nicht miteinander gesprochen haben. Sonst sehen wir Kinder jagen und Geselligkeit in Forcoli. Wie kommt das? Die Triester Brunners sind schon sehr oft nach Triest zurückgegangen. Die Familie in dem Sinn gab es natürlich nicht mehr. Erstens war die Zeit sozusagen dieser großen Sippschaften im Sinne von, ich kann bestimmen, wer wen heiratet und ich kann bestimmen, wer welche Firma übernimmt, vorbei. Wir sind einfach mitten im 20. Jahrhundert. Zum anderen waren es ja auch so unendlich viele Familienmitglieder. Der sich am ehesten noch als Patriarch der Familie später fühlen wird, ist Carlo Alberto, der sozusagen das von seinem Vater Leone oder besser noch gesagt eben von seinem Opa, dem Rodolfo Brunner, übernimmt. Das Zentrum der Familie Brunner, würde man eben sagen, ist deshalb jetzt eigentlich Forcoli, auch wenn gar nicht so viele dort sind. Rodolfo ist dort und alle kommen immer dorthin. Es ist einfach das Familienzentrum geworden. Nur wirtschaftlich ist es alles schlechter geworden und eigentlich hatte man nach 1945 über das viele, was einem weggenommen wurde, was arisiert wurde, was zerstört wurde, Firmen, die liquidiert wurden und. Man hatte noch die Landwirtschaft. Und das waren zwar noch ausgedehnte Güter, aber es ging auch mit der Landwirtschaft bergab. Insgesamt, nicht mit der Brunnerschen auch, aber insgesamt, weil die
es war die Zeit natürlich der Industrialisierung, also einer totalen Industrialisierung. Und es ist auch die Zeit, wo es nicht mehr so ist, dass einzelne vermögende Landinhaber den Bauern einen Teil ihrer Ernte einfach sozusagen dafür, dass sie dort die Felder bestellen konnten, wegnehmen konnten. Das System, von dem die Brunners immer gelebt oder von dem der landwirtschaftliche Teil der Brunnerwirtschaften immer gelebt hat, war zusehends zerstört. Und so musste Ende der 1960er Jahre auch Vorkoli verkauft werden. Und am Ende war eigentlich nicht viel mehr als eine Null, wenn man nach dem Abzug des Verkaufserlös von Vorkoli damit die Schulden, die man mittlerweile hatte, bezahlen musste. Carlo Alberto Brunner war dann irgendwie ziemlich ortlos, wusste nicht, war nach Auskunft seines Sohnes auch in einer tiefen Midlife-Crisis und irgendwie ortlos. Und was hat er gemacht? Er ist zum Judentum konvertiert und nach Israel gezogen. Und das dort hat er eine Frau kennengelernt. Er war ja immer fanatischer Antizionist und hat fanatisch über das politische Establishment Israels hergezogen, wie er das auch in dem Buch, das er uns hinterlassen hat, macht und wirklich vom Leder zieht. Das Judentum interessiert ihn dann später auch weniger. Er hat sich nur gedacht, wenn er nach Israel geht, dann kann man das nur als Jude. Und man tatsächlich, also rechtlich ist es ja auch so. Und er heiratet, kriegt dort Kinder. Und stirbt eben 2014. Und so kommen all diese Gegenstände in den großen Turm, den Sie jetzt immer vor sich gesehen haben. Auf der Rückseite dieser Vorkoli-Collage war ausgerechnet dieses Bild von Guido Brunner, von dem es doch immer hieß, er hätte die Familie zerrissen oder sein Schicksal hätte die Familie zerrissen. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ziemlich überzogen und ich hoffe, dass Sie auch trotzdem noch eine Frage an mich stellen wollen. Annika? Ja, ich weiß nicht, ob man mich schon hört. Ja. Jetzt müsste man mich hören. Ja, auch ich bedanke mich bei dir natürlich, lieber Hannes. Vielen, vielen Dank für diesen detaillierten Blick in die Familiengeschichte, den du uns ja auch anhand der Objekte oder die du uns anhand der Objekte zugänglich gemacht hast. Ich greife deinen Satz von vorher auf. Du hast es schon erwähnt, du hast nicht nur diesen Teil der Ausstellung konzipiert, sondern du hast dazu deine Recherchen auch noch in einer Publikation zusammengetragen, die derzeit im Druck ist. Sie erscheint am 25. Mai, da wirst du auch vor Ort im besten Fall bei uns in Hohenems sein und wir werden das Buch bei einer analogen Buchvorstellung präsentieren. Das jetzt auch nochmal dazu. Ich glaube, anhand deiner Erzählung wird auch sehr, sehr deutlich, dass das eine sehr gute Entscheidung war, weil sich einfach so viel Wissen jetzt auch in der Recherche natürlich angehäuft hat, die sich in der Publikation, ich durfte ja schon reingucken, tatsächlich auch wiederfindet. Ich habe eine erste Frage, wenn ich die dir gleich stellen darf. Bitte? Und habe auch mir selber noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Das heißt, wenn uns der Stoff ausgeht, dann können wir da einfach vielleicht weitermachen. Die erste Frage kommt von Konrad A. Reuder. Ist etwas über die eventuelle Verwandtschaft zwischen Gina Segre und dem bekannten Nuklearphysiker Emilio Segre bekannt? Geboren wurde der wohl 1905 in Trivoli, war Professor in Palermo, dann gab es eine Emigration 1938 nach Chicago und er war wesentlicher Mitarbeiter zusammen mit Enrico Fermi am Manhattan-Projekt. Sagt er dir was? Nein, ich kenne ihn nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass er verwandt ist, weil die Segres waren eine große Familie und das ist kein sehr häufiger Name. Ja. Ich, Gott sei Dank, musste ich sozusagen nicht weit in diese Gräs hineinforschen, weil ich mit aber hunderten Brunner Familienmitgliedern zu tun hatte. Aber der ist mir nicht untergekommen. Ich vermute aber trotzdem, dass die Antwort ja ist. Ja.
Reinhard Bruckmüller an dieser Stelle bedankt sich auch für den Blick auf diese Familie. Es war sehr nachvollziehbar und verständlich. Bis jetzt noch eine weitere Frage im Chat auftaucht, würde ich doch direkt anschließen. Ich glaube, was auch aus den kleinen Filmchen und jetzt in deinem Abschluss auch nochmal gut hervorkam, war ja auch die Art, wie du diesen Nachlass präsentierst, wie du ihn hast präsentieren wollen. Wir haben also eine Vitrine, die sich durchs Haus zieht, im Untergeschoss quasi die komplette Raumhöhe im Erdgeschoss und dann in den ersten Stock eigentlich in den Bereich oder ins Foyer der Dauerausstellung hinein, schließt dort mit einem Tisch ab, auf dem dann 14 Objekte zu sehen sind, auf die du ja jetzt auch zum Teil vereinzelt eingegangen bist. Das ist eine Entscheidung, die sich natürlich nach und nach entwickelt hat. Kannst du uns nochmal mitnehmen in diesen Entscheidungsprozess auch, denn ich kann mich beispielsweise erinnern, dass am Anfang auch noch andere wilde Ideen natürlich kursierten. Ich sage nur, lass uns doch diese Lebenswelt nachbauen. Das war eine, die so bei uns natürlich auch diskutiert wurde, gegen die du dich am Ende ja auch entschieden hast. Ja, na, ich glaube, war zuerst der Gedanke, wir bauen einfach diese israelische kleine Wohnung nach, weil es war ja nur meine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der Carlo Alberto gewohnt hat, ne? Und zeigen einfach die Welt des Carlo Alberto Brunner, weil die zeigen wir jetzt ja auch, habe ich mir dann gedacht, nein, das ist eine ganz falsche Entscheidung, weil man muss eigentlich, eines ist mir viel wichtiger herzuzeigen, denn nämlich das, was geschieht denn, wenn man den ganzen Schatz einer Familie einem Museum gibt? Und das ist eigentlich ein gnadenloser Prozess. Das Zeug wird inventarisiert, es bekommt eine Nummer und es wird verräumt. Sehr oft wird das für immer verräumt. Mhm. Das heißt zwar, wir Museen passen mir dann furchtbar gut auf das Zeug auf, aber es ist halt auch weg. Und was es bedeutet ist, es ist völlig aus dem Leben herausgenommen, es wird serialisiert. Und das wollte ich in diesem riesigen Brunnerturm dann eigentlich auch zeigen, dass nichts von einem bunten lebensprallen Dasein nichts bleibt als Besteck, das in Serie aufgelegt wird. Selbst die Pfeifen von Carlo Alberto Brunner haben wir in Serie aufgelegt, weil es gibt keinen Carlo Alberto mehr. Also es gibt keinen Grund, dass wir das familialisieren. Wir sind ein Museum und damit geht die Museumsmaschine über alles drüber, was man bekommt. Ja, absolut. Also daran anschließend, was wir ja gesehen haben, ist, wir haben diese Masse an Objekten, du hast das Besteck erwähnt, wir haben das Silber gesehen, wir haben aber auch die unterschiedlichen, also wir haben die Porträts gesehen, andere Bilder, die vielen Fotos, die wir auch nicht alle haben ausstellen können, oder da gibt es auch noch Fotoalben etc. pp. Viel Flachware, viele Dokumente, Briefe, Briefkonvolute, die natürlich in dem Turm auch nur zum Teil Platz gefunden haben. Also wir zeigen ja selber auch nur quasi einen Ausschnitt von nochmal mehr. Und was mir jetzt auch bei deinen Ausführungen nochmal durch den Kopf gegangen ist, auch schon beim Lesen des Manuskriptes, es ist ja, wir besprechen eine Zeitspanne, wenn wir mit Cabretto, Carlo Alberto enden, von 200 Jahren, mit ganz unterschiedlichen, ja auch Quellenlagen, zur Geschichte dieser Familie. Du hast es ganz am Anfang gesagt, oder die Geschichte der Familie Wolf, eigentlich ein ewiges genealogisches Hin und Her. Wer hat denn jetzt mit wem? Und sind das jetzt die wir meinen, zu denen wir wirklich auch irgendwie eine Linie aufziehen können? Und nachher, wo wir recht viel Material haben, ich denke jetzt gerade auch an die Fotos, die du gezeigt hast, wo uns aber ganz oft das Mussolini-Foto, der Kontext fehlt. Oder in welchem Kontext sind Dinge aufgenommen worden, entstanden? Warum sind die gesammelt worden? Was hatten die für einen Wert dann auch für die Familie? Denn in dem Moment, wo natürlich jemand wie Carlo Alberto, der zum Teil natürlich auch Geschichten noch von seinem Vater mitbekommen hat, auch wegfällt, so viel er selber ja auch seinem Sohn Ariel mitgegeben hat, fehlt dann einfach Information. Das heißt, was ich mich auch immer wieder gefragt habe, ist, wie du dich in diesen unterschiedlichen historischen Phasen und in den unterschiedlichen Phasen deiner Recherche auch, naja, auch immer wieder quasi angetrieben hast, doch nochmal weiter reinzugehen, oder ab wann, wir haben es jetzt gerade bei den Segres gehört, es vielleicht auch ganz einen klaren Cut gab, zu sagen, hier komme ich nicht weiter, das hat auch nicht mehr viel, das hat auch nicht mehr viel Fleisch für diese Geschichte, und da muss man einfach einen Cut auch ziehen. Also ich habe bei meinen Recherchen und auch beim Buch
ja sehr darauf geachtet, die Brunners sozusagen immer in einen zeithistorischen Konnex einzubinden, weil es bringt ja nichts, eine Familiengeschichte zu erzählen, wenn ich die wichtigsten rechtlichen und politischen Umstände der Zeit nicht erfassen kann. Mhm. Und ich so langsam, und wir haben ja, du weißt es ja, immer noch genügend rätselhafte Objekte in diesem Turm, haben auch manche Objekte plötzlich einen Haken gefunden, an den ich sie draufhängen konnte. Ne? Absolut, ja. Aber für viele Zeit, also du hast, es sind ja mehr als 200 Jahre, weil wenn man vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis 1900, Ende der 50er Jahre, wo ich das erzähle, also 260 Jahre, da war das Hauptproblem, dass wir über die erste Zeit ja gar nichts wissen. Wie du eben sagst, genealogische Verstrickungen, das ist schon das Höchste. Und da habe ich mir immer gedacht, wie du es ja auch sagst, Fleisch an die Knochen, man muss eine Geschichte erzählen. Ich muss ja wissen, wenn ich so wenig von denen weiß, dann muss ich wenigstens erzählen, was man erzählen kann, damit man irgendein Bild von denen bekommt. Ja? Und dadurch ist die Recherche, also habe ich auch nie aufgehört zu recherchieren, und deshalb habe ich auch um einiges länger gebraucht, als ich mit dem Hanno vereinbart hatte für dieses Buch, weil ich eben ganz selten, wie in dem Fall Sigrid, einmal zu mir sagen konnte, und jetzt stopp. Jetzt machst du nicht mehr weiter. Das Buch muss ja irgendwann mal auch fertig werden. Ja. Wo wir gerade von Buch sprechen, fragt Konrad A. Reuter noch einmal nach, ist beabsichtigt, die Aufzeichnung des Carlo Alberto als Buch herauszugeben? Das ist insofern eine spannende Frage. Wir haben das Manuskript, wir haben in der Ausstellung als Objekt auch ein schön gebundenes Exemplar. Das ist aber tatsächlich alles auf Italienisch. Und wir haben jetzt gerade auch für die Recherche zur Ausstellung, auch für dein Buch, lieber Hannes, das Ganze in Ausschnitten also übersetzen lassen. Hast du mit Hanno darüber gesprochen, da vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen? Ich glaube nicht, ob das im Sinne des Autors war. Ich habe den Ariel, also seinen Sohn, gefragt. Also ich bin nach Brüssel gefahren, wo der Ariel Brunner lebt, und habe ihn interviewt auch für das Buch und habe ihn gefragt, für wen er eigentlich glaubt, dass sein Vater das Buch geschrieben hat. Und ich war sichtlich der Erste, der ihm jemals die Frage gestellt hat. Er hat lange nachgedacht und er sagt, ich glaube, für die Familie und vor allem für seine engsten Familienmitglieder. Jetzt hätte ich würde jetzt das Buch nicht rausgeben. Wenn das jemand machen würde wollen, dann sollte es wohl vermutlich der Ariel Brunner sein. Naja. Es ist auch sozusagen, man muss sich auch die Frage stellen, ob es das wert wäre, weil es ist recht, es sind Meinungen, Ansichten und Anekdoten eines alten Mannes, die manchmal total Spaß machen, die alle völlig inkohärent daherkommen. Er schreibt immer, das, was ihm gerade einfällt, führt er aus. Dann fällt es ihm wieder ein und dann schreibt er wieder was anderes. Also das Buch müsste sehr stark redigiert werden, um es sozusagen tatsächlich auf einen Markt zu bringen. Und aber eben, da müsste man sozusagen mit der Familie Brunner reden und nicht mit uns. Ja. Bevor ich zur nächsten Frage komme, die gerade reingeflattert ist, ganz kurz noch dazu. Ich hatte mich auch gefragt, welche Rolle das Manuskript für dich tatsächlich gespielt hat in der Konzeption der Ausstellung der, ich sage es mal, 14 Objektstationen, die ja wirklich auch chronologisch fast schon durch diese Geschichte geht, aber dann natürlich auch für die Publikation. Oder um es nochmal ein bisschen zu weiten weg, also Manuskript auf der einen Seite, aber auch Carlo Alberto, welche Rolle hat er für dich auch gespielt? Wir nennen ihn ja hier intern auch eigentlich den letzten Europäer. Das ist ja quasi die Brücke, die wir tatsächlich auch zum anderen Teil der Ausstellung schlagen. Also welche Rolle haben Manuskript und Verfasser für dich gespielt? Haben sie dich auch vielleicht so ein Stück weit angeleitet, durch diese Geschichte zu gehen? Nein, keine Sekunde lang. Nein, das geht doch gar nicht. Ich dachte mir, er ist natürlich die Zentralfigur, weil von ihm kommt das alles, was wir da haben. Ne? Und logischerweise ist es ja auch ein Filter, weil auch was man aufbewahrt, ist ja eine Art Filter. Und auch der Carlo Alberto hat sicher Sachen weggeworfen. Wir haben also das, was er will, dass wir von seiner Familie kriegen. Ja? Mhm. Oder sozusagen, was dann seine Kinder wollten. Aber das, was er wollte, dass das aufbewahrt wird von seiner Familie, das haben wir.
vieles, das meiste ist natürlich über die Zeitenläufe verloren gegangen, aber das, was hier ist, und natürlich sein Buch, ist sozusagen, als ob alles einen riesigen Carlo Alberto-Stempel hätte bei uns. Mhm. Und von dem musste ich mich vor allem zunächst einmal emanzipieren. Ja. Und vor allem ist ja auch so, Familiengeschichte ist ja, also er schreibt ja manchmal über die Geschichte der eigenen Familie. Ich weiß nicht, ob Sie da eigene Erfahrungen auch haben, aber die ist ja meistens total falsch. Und so ist es auch bei ihm. Also er erzählt einfach Dinge, von denen ich weiß, das hat man in der Familie zwar so erzählt und mhm. er hat es sicher für die Wahrheit gehalten, aber in Wahrheit ist es auf gut Österreich ein totaler Topfen. Ja. Und musste ich weiter recherchieren und eben, es ist ja auch nicht so dick, also es ist ja nicht so, dass ich viel Informationen geben würde über die Familie. Es waren Bits and Pieces, die ich verwenden konnte. Und da er ja offenbar ein extrem lustiger Typ war und keinen Witz und keine Pointe ausgelassen hat, habe ich natürlich manche seiner Zitate auch ins Buch mhm. aufgenommen. Ja. Ja, die tauchen an einigen Stellen in der Publikation auch auf. Amhild Wolter fragt, du hattest ja vorhin in deiner Präsentation auch die Zeit in Trieste skizziert und sie fragt, haben Sie zu Beginn Ihrer Recherche gewusst, wie bedeutend diese Familie in wirtschaftlicher Hinsicht war? Ich denke, das zielt vor allem auch auf Triest ab. Na. Also ich meine, das, wenn man jetzt, ich kannte ja nur den Turm, ne? Also das, was da in dem Turm drinnen ist. Und dann sieht man halt, ja, ein paar Kilo Silberbesteck. Aber welche viele Familien des 19. Jahrhunderts hatten ein paar Kilo Silberbesteck, um es einmal so salopp zu sagen. Ne? Dass man ein zwölfteilige Silberbesteckgarnitur für alle Anlässe zu Hause hatte, war für eine bestimmte Schicht obligat. Ne? Und deshalb habe ich mir gedacht, sicher, die werden sicher zu Geld gekommen sein. Dass sie aber tatsächlich sozusagen als Wirtschaftsmagnaten des Habsburger Reiches zu bezeichnen sind, da bin ich auch erst drauf gekommen über Recherche und über die Lektüre von italienischer Wirtschaftsgeschichte. Mhm. Ja, also ich glaube, das war für uns alle auch eine wirkliche Bereicherung, da auch einfach nochmal so viel Wissen zu dieser Familie, zu diesem Zweig der Familie dort in Triest und tatsächlich ihrem wirtschaftlichen Einfluss und auch ihrem kulturellen Einfluss noch zu bekommen. Denn das ist ja für uns hier im Museum natürlich auch extrem hilfreich, denn du hast es vorhin schon gesagt, die Objekte funktionieren ja auch immer nur im Kontext einer Geschichte, die wir ja auch erzählen wollen. Ich hatte mich, vielleicht ging es Ihnen zu Hause auch so, ich muss natürlich immer wieder schmunzeln, weil es vor allem die männlichen Namen sind, die ja hier in dieser Familiengeschichte auch so dominieren. Die Frauen spielen eine eher kleinere Rolle, wenn wir dann so Richtung spätes 19., frühes 20. Jahrhundert kommen, mit Gina und so weiter schon wieder mehr. Aber du hattest es vorhin natürlich auch ganz kurz angeschnitten, gerade im 18., frühen 19. Jahrhundert, die Frauen fallen in der Genealogie natürlich einfach ein bisschen raus, ja, dadurch, dass sie die Nachnamen nicht weitertragen. Inwiefern hast du dich dem so ein bisschen widersetzen können und bist den weiblichen Biografien auch noch nachgegangen? Oder war das was, wo du gesagt hast, gut, wir müssen jetzt hier eigentlich diese eine Linie irgendwie verfolgen und da muss ich meine Recherche drauf fokussieren? Ja, im Gegenteil. Also ich habe mich voll auf diese auch auf die unbekannten Frauen geworfen, weil ich mir gedacht habe, wir können doch nicht Geschichte so schreiben, wie man es vor 100 Jahren geschrieben hat. Ne? Nur, wir haben blöderweise halt nur immer die Quellen, die man vor 100 Jahren halt gehabt hat. Und so haben wir, wie ich es ja auch erwähnt habe, von manchen Frauen nicht nur keinen Nachnamen, wir haben nicht mal einen Vornamen. Wir wissen von den frühesten Wolf-Frauen, also bevor sie Brunner heißen, da wissen wir meistens, dass sie gelebt haben. Aber wir wissen nur, dass sie von welchem Mann sie die Tochter waren, selbstredend. Und da habe ich halt versucht, auch im Buch manchmal dann halt herauszufinden, zum Beispiel eben, wie ich es da vorhin erzählt habe, wie ging es denn allgemein Frauen zum Beispiel von Viehhändlern? Und da gibt es ganz wenig, aber da gibt es ein bisschen Literatur. Und da habe ich halt versucht, dann von anderen Viehhändlersfrauen auf unsere Brunnerinnen zu schließen, sozusagen, und um diesen Frauen auch irgendwie einen Raum in der Geschichte zu geben. Eben später, wie du sagst, geht es viel leichter. Und auch wenn das Frauen sind, die innerhalb dieser,
dieser Großbourgeoisie ja auch, sie waren dazu da, zu repräsentieren. Sie hatten eine klare Rolle, die auch nicht sozusagen, die auch weit im Schatten vom Mann stand. Nur, auch da wissen wir es nicht genau. Und ich habe das auch einmal ins Buch geschrieben. Was wissen denn wir, ob die Frauen, wenn nur weil sie nach außen sozusagen einen schönen Salon geführt haben und die Dienstboten befehligt haben und die Kinder erzogen, ob die nicht genauso in die Geschäftsentscheidungen ihrer Männer einbezogen waren? Natürlich, wenn es keiner wusste. Weil das durfte, also man, in dieser Schicht ist ja ganz wichtig, dass die Frau eine Nichtarbeitende ist. Mhm. Der Mann. Hannes, bist du noch da? Ist uns doch zu heikel, ob die Männer das denn mit den Frauen teilweise daheim nicht ganz partnerschaftlich besprochen haben. Wir wissen es nicht. Und ja, deshalb möchte ich die Möglichkeit einfach offen lassen, auch wenn viel dagegen spricht. Und du hast vollkommen recht, das anzusprechen. Wir sehen das ja auch im Kontext in hohen Ems immer wieder, dass beispielsweise bei Hauskäufen die Frauen als die Käuferinnen auftreten. Wir sind noch dabei, quasi herauszufinden, hat das irgendwie, geht das da um steuerliche Vorteile, wer dann auch nachher irgendwie mit was belastet wird und so weiter. In dem Kontext habe ich übrigens Henriette Brunner, eine der Töchter von Heinrich, in Hohenems wieder aufgetrieben, die eine der wenigen, die hier geblieben ist und in die Familie Biedermann eingeheiratet hat und dann doch sehr, sehr nah am Elternhaus tatsächlich geblieben ist. Gut, aber das an einem anderen Tag, zu einem anderen Zeitpunkt. Es sind keine weiteren Fragen mehr eingetroffen und die Zeit ist ja auch schon gut fortgeschritten. Ich würde es, wenn das in deinem Sinne ist, hier auch beenden. Es kommt nochmal ein vielen, vielen Dank für diese virtuelle Führung durch die Ausstellung, die Herr Reuter bislang leider nicht physisch besuchen konnte. Und er bedankt sich vor allem auch für die luziden Ausführungen dazu. Dem kann ich mich eigentlich so nur anschließen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Hannes, dass du uns heute Abend durch die Ausstellung geführt hast. Ich möchte mich aber auch bei meinem Kollegen Raphael Einheiter bedanken, der diese komplexe virtuelle Welt für uns aufgebaut hat mit kleinen Filmchen und uns hier heute Abend technisch begleitet hat. Vielen Dank auch an Raphael. Dann mache ich das Gleiche nochmal. Raphael, vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Vorbereitung und auch dir, Annika, für die supprige Moderation und alles. Und vor allem dem armen Publikum, das jetzt so lange in diesen Schirm hineinschauen musste und das ich viel, viel lieber live im Jüdischen Museum Hohenems gesehen hätte. Eine Möglichkeit, ich meine eben, es wird wieder kommen. Wahrscheinlich werden Live-Veranstaltungen auf uns zukommen. Und für mich vermutlich die allererste wird sein der 17. Mai, der 25. Mai in Hohenems, wenn das Brunner Buch aus der Druckerei kommt und wir es präsentieren können. Ich freue mich. Genau. Ganz wunderbar, du sprichst mir aus der Seele, denn was mir am Ende noch bleibt, ist der Hinweis auf das, was in den nächsten Wochen folgt. Und da ist natürlich der 25. Mai ein ganz wichtiges Datum. Wir haben es vorhin schon gesagt, deine Buchvorstellung im Sulzer Saal live und in Farbe, analog vor Ort. Wahnsinn, ob wir das überhaupt noch machen können. Wir freuen uns auf jeden Fall, mit dir vor Ort zu sein. Davor allerdings, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 4. Mai um 19.30 Uhr auch wieder als Online-Veranstaltung der Vortrag von Dr. Jens Hacke zu dem von dir, Hannes, vorhin erwähnten Moritz Julius Bonn. Der Titel heißt Von Hohenems in die Krise der europäischen Demokratie. Und da werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr über diesen wichtigen europäischen Wirtschafts- und Finanzdenker Moritz Julius Bonn hören. Mir bleibt zu guter Letzt nur noch zu sagen, wir haben geöffnet. Das Museum würde sich sehr über Ihren Besuch freuen, sofern Sie es einrichten können. Und wenn Sie getestet sind, können Sie sich nach dem Gang durch die Ausstellung auch noch in unserem Café verwöhnen lassen. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr. Wir wissen ja nie, wie es in der nächsten Woche aussieht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Sie
im Museum begrüßen zu können, analog und eben bei den nächsten Veranstaltungen auch wieder digital und möglicherweise auch analog. Hannes, nochmal ganz liebe Grüße nach Wien. Ganz herzlichen Dank für alles. Vielen Dank zurück. Alles Liebe. Schöne Zeit.